Braunschweig, beim finalen Lagerfeuer von Temptation Island VIP hatte Denise Hersing, 27, einen Schlussstrich unter ihre Beziehung mit Lorik Bunyaku, 27, gezogen. Doch gab es jetzt ein Liebescomeback? Mit den Worten "Ich bin Single" verabschiedete sich Denise nicht nur aus der Sendung, sondern auch von Lorik. Zuschauer wissen bis dato noch nicht, was nach den Dreharbeiten geschah. Denn die Wiedersehensshow, bei der tatsächliche Beziehungsstatus der beiden dann aufgelöst werden soll, steht noch aus. Auf die brodelnde Gerüchteküche auf ihrem Instagram-Account reagierte Denise bereits vor einigen Wochen mit den Worten: "Leute, nichts, was ich poste, ist ein Spoiler. Ihr werdet hier nichts herausfinden." Doch jetzt kursieren bei TikTok Fotos, die eine andere Sprache sprechen. Demnach wurden Lorik und Denise in der Nähe von Wolfsburg gemeinsam gesichtet. Verbringen sie also die Weihnachtsfeiertage wieder als Paar, oder stammen die Bilder aus früheren Zeiten? Die Antworten auf diese Fragen bekommen Fans schon am Dienstag, 26. Dezember. Dann erscheint die finale Wiedersehensshow als Stream bei RTL Plus. Temptation Island VIP: Wiedersehensshow könnte für Überraschungen sorgen. Auch wenn Denise inzwischen eine klare Entscheidung für sich getroffen haben sollte, ihre Fans sind sich aktuell noch uneinig, ob sie sich im Finale für oder gegen eine weitere Beziehung mit Lorik hätte entscheiden sollen. "Ich fand deine Entscheidung falsch und zu voreilig gehandelt" ist dort zwar einerseits zu lesen. Andererseits bekam Denise auch viel Applaus für ihren Schritt, sich für die Selbstliebe und damit gegen Lorik zu entscheiden. "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und alles richtig gemacht", teilen sich die Kommentare in zwei Lager. Zu der Wiedersehensshow kündigte Denise jedenfalls bereits an: "Da werdet ihr alles erfahren, was nach dem letzten Lagerfeuer war und wer noch ein Paar ist oder nicht."